Hallo ihr Lieblinge und herzlich willkommen zur nächsten Folge Space Rangers 2 HD A War Apart. Ich bin Max und ihr kennt mich, ich bin die Gaming LP. Es ist schon wieder eine Woche vergangen, brutal wie schnell die Zeit vergeht momentan. Es fliegt und fliegt und fliegt mir nur so auf den Urlaub zu und deswegen muss ich mal schauen, dass ich noch ein paar Videos für euch zusammen bekomme. Weil wer will schon, dass ihr hinten rüberfallt. Deswegen gibt es heute eine Runde Space Rangers, so wie jeden Donnerstag. Und deswegen hätte ich gesagt, fliegen wir los! Ich habe so langsam die Befürchtung, dass wir das Ende des Spielstandes, also vielleicht schneller erreichen, als ich die Leiter der Piraten hochklettern kann. Deswegen sollten wir uns vielleicht rausnehmen, erstmal da noch ein bisschen zu farmen. Und schauen wir, das sind noch 200 Punkte jetzt bis zum nächsten Rang. Und wir haben im Moment immer noch das Problem, dass wir so schlecht equipped sind, dass wir keine Chance gegen die, naja, wie heißen sie, die Flaggschiffe eben haben. Deswegen hätte ich gesagt, suchen wir uns jetzt einfach irgendeine Rasse raus. Gibt es irgendeine Rasse, die uns jetzt schon nicht leiden kann? Pelengs können uns super leiden, Feyans sowieso sind ja auch unsere. Die Pelengs können uns hier hinten nicht leiden. Die Tatsache, dass die uns dort nicht leiden können, hätte ich gesagt, nehmen wir uns zur Aufgabe, sie dort zu übernehmen. Beziehungsweise dort einfach mal ein paar grüne Schiffe platt zu machen, weil wir können die Punkte gut gebrauchen. Und deswegen fliegen wir jetzt direkt los. Und einfach ein paar, naja, Passanten, will ich nicht sagen, Zivilisten eher töten. Das sind eher die Zivilisten, auf die wir es abgesehen haben. Grüne Schiffe wollen wir. Oder Leute, die eh schon eine schlechte Beziehung zu uns haben. Hier, der zum Beispiel. Wie schnell ist der Freund? 725, uiuiui, das ist ja brutal. Und 350 Leben. Oh ne, das schaffen wir nicht. Der wäre an sich ein ganz gutes Ziel gewesen. Wir fliegen hier mal auf den Planeten zu. Der Vorteil ist immer, wenn die Leute dann von dort aus wieder starten, sind wir quasi direkt dran. So wie hier bei dem. Deswegen hätte ich gesagt, gönnen wir uns den mal. Scheiß drauf, ob der jetzt Mensch ist oder nicht. Und dann bin ich mal gespannt, ob dieser, ja, Militärflieger quasi einspringt und ihm hilft. Könntest du den mal angreifen? Ja, geht doch. Wie viel Leben hat der denn? Uiuiui, 700. Wie viel Leben hat er noch? Okay, dann nehme ich lieber das Geld. Denn der hat wirklich noch viel Leben. Ich habe dem jetzt 200 gemacht und müsste das quasi noch zweimal machen. Und das ist natürlich viel. Deswegen schauen wir uns gerade mal an. Ich glaube, einen Punkt hat das jetzt gegeben. Ja, dafür, dass wir quasi das Geld genommen haben, ohne ihn zu zerstören. Ah. Da ist er wieder. 350 Leben ist auf einmal doch nicht mehr so viel, wenn man bedenkt, dass ich dem anderen 200 in der Runde gemacht habe. Deswegen hätte ich gesagt, gönnen wir uns das. Machen natürlich Afterburner an, also den Nachbrenner. Einfach weil das die Chance erhöht, dass ich ihn wirklich kriege. Oh, er will mehr Geld geben. Aber ich mache dem gar keinen Schaden. Eine Runde lassen wir mal noch laufen. Oh nein, er ist kaputt. Ich dachte, wir hätten ihm keinen Schaden gemacht. Aber wir haben ihm auf jeden Fall genug Schaden gemacht, um mal eben zu zerstören. Deswegen gönnen wir uns das jetzt. Und jetzt würde mich interessieren, wie viel Punkte das gegeben hat. Ja, immerhin 8. Das sind verhältnismäßig richtig viele. Oh ja, willst du mich boxen? Ja, ich will mich auch mit dir boxen, du dummes Militärschiff. Hoffentlich macht er mich nicht platt. Ich scanne ihn mal eben, um mal einzuschätzen, wie gut die Chance ist. Er hat keinen Droiden, das heißt, jeder Schaden, den wir machen, ist wirklich echter Schaden. Und die Waffen sind nicht schlecht. Trotzdem eher mittelmäßig. Die Skills, die er hat, sind übel. Das macht ihn gefährlicher als die Tatsache, dass er so viele. Es werden mehr. Wie viel Schaden habe ich ihm gemacht? 130 geschätzt, 120 und sie mir 80. 568 Leben. Scannen wir den auch mal eben noch. Auch der hat keinen Druiden. Junge, Junge, ich glaube, ich schaffe die so nicht. Das sind so viele. Müssen wir eben am Auge behalten, wie viel Leben wir nach hier der Runde haben. Uiuiui, da wird M ja grau. Auf wen schießen wir gerade? Können wir lieber auf hier den schießen? Ah, ich denke, das System ist dann momentan auch nicht so einfach zu übernehmen. Und beide sind mir jetzt mega mad. Allerdings wirklich nur die Planeten, die hier im System sind. Das ist deswegen, denke ich, verkraftbar. Hier ist eine Piratenbasis. Und eventuell können wir dort eine Invasion von hier dem System beantragen. Ich weiß nicht genau, auf welche Ansprüche wir jetzt haben. Jetzt, wo wir Raider sind. Was wollt ihr? Bla bla, ich hätte das gelten sollen nehmen. Junge, Junge, Junge.
Da gibt's eine neue Militärbasis, allerdings habe ich jetzt überlesen, wo das ist. Ab mal runter zur Piratenbasis, vielleicht haben die guten Loot. Falls nicht, dann ist es eben so, dann kann ich es nicht ändern. Allerdings, wie gesagt, es ist momentan richtig schwierig einzuschätzen, ob ich besser weiter gegen die Dominatoren kämpfe oder vielleicht wirklich besser den Rang aufbaue. Das Problem ist momentan, dass ich, denke ich, nur gegen die Dominatoren rankomme, wenn ich, was wollte ich sagen? Bla 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 bla, wenn ich. Moment. Wenn ich mit anderen zusammenkämpfe. Das wollte ich eigentlich sagen. Boah. Diplomaten, Linienflugzeuge und Händler 8 Punkte. Ein Militärschiff 16. Flaggschiff 48. Ich weiß gar nicht, wo ich den Schaden her machen soll. Aber theoretisch wäre es mit 4 Flaggschiffen gemacht. Ah, ein Schneckendroide. 25. 860, das ist schlecht. Das ist zwar an sich viel Leben, aber die Slots, die er freigibt, sind richtig schleppsch. Das heißt, alles, was die uns hier anbieten, ist Ramsch. Wie gesagt, ich habe jetzt das Problem, dass ich nicht genau weiß, wo ich am besten anpacken sollte, um weiterzumachen. Auf jeden Fall sollte ich nicht hier auf einem der Planeten landen, wobei die inzwischen wieder normal sind. Komisch. Ich dachte eigentlich, die wären mir länger böse. Medizinzentrum, Rangerzentrum. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich denke, die beste Option ist lieber wieder vorne an die Front zu gehen, weil nur an der Front kann man wirklich kämpfen. Und dann, naja, dann müssen wir uns eben die Zeit antun, es mit den Dominatoren aufzunehmen, weil das ist mir persönlich lieber, wie hier die ganze Zivilbevölkerung quasi zu, naja, zu unterdrücken. Grob gesagt, ich brauche Sprit. Oh, hier ist ein Dominion. Und warum ist der Dominion Half-Life? Hallo? Das ist auch komisch, das habe ich noch nicht gesehen. Er repariert sich aber gerade wenigstens. 10 Leben pro Runde. Wow, das ist richtig läppisch. Gut. Eine Lizenz. Bla bla bla. Eine Piratenlizenz. Langsam, langsam. Was bringt die mir? Es ist eine Genehmigung des Konzils. Des großen Lya Kusha. Das ist anscheinend der Anführer der Piraten. Bla bla bla. Also es gibt Boni und die nehmen mir Kohle ab. 23 bis 66. Schwierig, schwierig. 23 bis 66. Die Reichweite ist halt eben besser denn dieser Waffen. Na, geht so. Von der Waffe ausnahmsweise nicht. Ich weiß nicht, ob das mit der Lizenz eine gute Idee ist. Ich lasse da die Finger weg. Ich möchte euch kein Schiff bauen, nein. Den Portalgenerator möchte ich auch nicht. So. Bla, nur 21% der Territorien. Hä, das weiß ich auch nicht. Was ist dieser Scale? Lava, 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 lava. Ach so, quasi bestimmt mein Rang ja, was ich machen kann. So, ich bin jetzt Raider, glaube ich. Deswegen darf ich einen Piratenraid kaufen. Hier, 14.400. Oh ja, Zoll. Wir übernehmen jetzt Zoll. Gut, dann machen wir es eben so. Das Gute ist, das System ist mir natürlich in dem Sinne, wo ich es angreife, negativ gesinnt. Allerdings bin ich mit so vielen Piraten unterwegs. Und wir werden es ja dann wahrscheinlich auch übernehmen, sodass die Meinung kein Schwein mehr interessiert. Boah, das Miese ist, da sind zwei Stationen drin. Junge, Junge, Junge. Das ist heftig. Ich bin mal gespannt, wie viele Piraten da jetzt wirklich rumkommen. Beziehungsweise auch, wie viel Militär dort unterwegs ist, um das zu beschützen. Das kennt man halt von alten Space Rangers gar nicht.
dass Militäreinheiten in normalen Systemen unterwegs sind, einfach quasi um die zu beschützen. Krank, krank, krank. Nö, das interessiert mich eigentlich nicht. Ich hätte lieber das Ranger-Zentrum. Das gibt 48 Punkte, wenn man es kaputt macht. Und genau genommen will ich auch nicht darauf landen. Der will mit mir gegen Piraten kämpfen. Ich denke nicht, weil ich bin selbst ein Pirat, du Lappen. Schon kaputt? Na, der hat schon noch einiges an Leben. Er hat sogar 20 Lebenspunkte regeneriert. So, wir fliegen jetzt einfach direkt an die Ranger-Basis ran. Und versuchen dann 1700 Schaden zu machen. In der Hoffnung, dass das schnell geht. Gucken wir mal, was so pro Runde dabei hängen bleibt. Oh, 200. Na, geht ja noch. Dann brauche ich nur 9 Runden. Geschätzt. Das ist gut. Das sind 48 Punkte in die Tasche. Und da sind noch Militäreinheiten unterwegs. Das könnte böse enden. Sind nicht mehr viele Piraten unterwegs. Huiuiuiui. Ich dachte eigentlich, der Raid, den ich bestellt habe, wäre stärker. Muss ich echt sagen. Radar liegt hier rum. Droide. Nee, das ist kein Droide, sondern ein Cripper, also irgendein Greifarm. Tschüss, Ranger-Zentrum, du musst dran glauben. Das sind 48 Punkte auf meine Uhr. So, dann nehmen wir uns den kleinen. Uiuiuiuiui. Ja gut, dass die mir jetzt feindlich gegenüber gesinnt sind, ist eigentlich logisch. Wenn man mal bedenkt, dass ich gerade ihr System überfalle. Allerdings passt mir das ganz gut. Ich brauche Punkte. Punkte, Punkte, Punkte. Denn am liebsten würde ich heute noch Piratenrang 3 erreichen. Darauf arbeiten wir hinaus. Wir haben jetzt 12 Minuten auf der Uhr, genau genommen 20%. Und ich denke, das ist machbar. Boah, warum repariert die Sau so viel? Ich habe dem erst 219 Schaden gemacht. Wie viel? Ich bin doch gerade in Reichweite. Bleib mal lieber mal stehen. Komm, bleib stehen, mein Schatz. 176 Leben. Habe ich das Gefühl nur oder macht er mir mehr Schaden als ich ihm? Der Vorteil ist, dass ich mehr Leben habe wie er, aber da kommt Verstärkung. Könnte mal Verstärkung auf meiner Seite kommen? Oh, wollt ihr mir jetzt erzählen, dass der Raid wirklich so hart gefailt ist? Junge, wir haben keine Chance. Das ist brutal, wie die militärischen Kräfte so schnell da waren und den Griff so übertrieben um die Piraten haben, als dass wir chancenlos hier untergehen. Deswegen, Afterburnerin raus hier. Gib mir dein Geld. Langsam. Nö. Ist nichts drin. Allerdings überleben wir die Nummer hier. Wenigstens das. Hallo Erde. Richtig blöde. Richtig blöde. Wie gesagt, eigentlich habe ich mir von dem Raid, für den ich 14.000 bezahlt habe, mehr erwartet. Aber, was soll's, ich kann es nicht ändern. Ich habe immerhin die Ranger-Station kaputt gemacht, die mir 48 Punkte gebracht hat. So, jetzt haben wir schon quasi ein Viertel von den Punkten, die uns vorhin gefehlt haben, gemacht. Trotzdem müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir das weitermachen. Da ist ein Diplomat, der auf meiner Speiseliste steht. 8 Punkte sind incoming. Hallo Afterburner. Sind sowieso brutal viele Neutrale gerade hier unterwegs. Ah, warum ist mein Afterburner aus? Wie viele Runden hatten der noch? Das ist das Gute, ihr könnt zum einen natürlich die Zahl jetzt ganz links oben erkennen, aber auch wenn ihr auf der Karte rechts oben schaut, seht ihr einen roten und einen grünen Strich und quasi wenn die hinter sich gebracht sind, dann haben sie es geschafft, dann sind sie... Das sind jeweils die Strecken, die sie an einem Tag zurücklegen, die mit den Farben markiert sind. So, ich kann Afterburner ausmachen, das kostet nur Motorleistung. Oh, und die ist schon fast kaputt. Deswegen denke ich, greift man lieber so an. Ich bin überrascht, wie viel hier unterwegs ist. Oh, der hat sich einfach so kaputt machen lassen. Er hat mir gar nicht angeboten, ihn zu verschonen und mir dafür Geld zu bieten. Auch okay. 8 Punkte sind 8 Punkte. Das ist mein nächstes Ziel. Beziehungsweise ich lande eben mal und repariere mal meinen ganzen Kram. Die Frage ist halt, inwiefern kann ich mir es mit der Koalition verspielen, wenn man bedenkt, dass die so stark sind. Haben wir ja gerade eben gesehen, dass die uns einfach so mal nebenher kaputt gemacht haben.
in dem System, wo ich den Raid drauf hatte. Und deswegen ist doch Vorsicht geboten. Ich will meinen Platt auf jeden Fall nicht überreizen, sodass ich auf keinem Planeten im Endeffekt mehr landen kann, außer auf Piratenplaneten. Weil wenn es so weit gekommen ist, dann haben wir ein richtiges Problem. Was will der? Ah, da gibt's 100 mehr Speed, aber auf Kosten von einem Waffenslot, das wollen wir nicht. Ja, warum habe ich die überhaupt aufgehoben? Das kann ich verstehen, dass ich den aufgehoben habe. Der geht zum Energiewaffen, die verstärkt werden. So, hier habt ihr 66 dafür und 1800 bekomme ich hierfür. Gut. Was habt ihr für Missionen? Bla bla, ich soll jemanden töten. Kane Meatnock. Gut, schauen wir mal im System nach. Meatnock. Klingt nach einem roten, einem... Okay, Marlock. Okay. Ach nein, Alamea. Hui. Alamea. Schauen wir mal. Ach, Meatnock ist quasi nur der Auftraggeber. Das ist kein Piratenschiff. Alamea. Der Name ist richtig geschrieben und es ist, wie sie sagen, in Akara. Dann wird es das sein. Vor allem gibt es 31 Riesen dafür. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Und es ist ein Linienschiff. Das sind gleichzeitig noch 8 Punkte. Gut. Akara. Wo ist Akara? Wo bin ich? Ich bin hier. Akara. Das ist immer das einzige Problem. Hier. Gut. Tanken, losfliegen. Wir haben nicht so sonderlich viel Zeit, aber es ist auch nur ein Linienschiff. In der Hoffnung, dass wir das dann einfach auch schnell... Oh, schön. In einem Sprung. So macht das... Spaß. So macht mir das Spaß. In der Hoffnung, dass wir das auch schnell erledigen. Weil 31.000 Punkte, 31.000 Credits in Kombination mit den 8 Punkten im Piratenrang schmeckt mir schon. Deswegen hoffe ich, dass das gut klappt. So, ich denke, wir landen eben erst, denn ich habe keinen Sprint mehr. Wie ist die Beziehung hier? Langsam, langsam, langsam. Beziehung ist normal. Dann lande ich lieber da, wo die Beziehung normal ist, beziehungsweise... Hier sollte die Beziehung sogar ganz gut sein. Ich brauche diesen freianischen Frachter. Freianisch bedeutet folgendes, dass das Schiff hier auf der Karte pink oder lila angezeigt ist. Deswegen immer schön die Augen aufhaben. Hier könnte er sein. Nee, das ist ein Diplomat. Das ist nicht unser Ziel. Deswegen landen. Dann würde ich sagen, könnten wir eigentlich mal die Krankheit behandeln lassen, die wir schon ewig haben. Wobei, das ist keine Krankheit. Hier, das ist durch irgendein Item verursacht. Ja, hier. Minus 2 Charisma plus 1 Mobility. Das hat nichts mit einer Krankheit zu tun. Aber wir könnten Stimulator nehmen. Was kommt in Frage? Bla, bla, bla. Überzeugungs- und Verhandlungsskills. Langweilig. Erhöht Leadership. Führungsqualität. Nö, wollen wir auch nicht. So, Radar und Scanner, langweilig, das bringt uns alles nix. Dann spare ich mir lieber. Gut, dann suchen wir mal nochmal danach. Älter Markup, gut, das heißt, unser Frachter, den wir verfolgen, ist inzwischen einmal gesprungen. Aber ich habe noch 118 Tage Zeit, das ist machbar. Markup, hier. Springen, dann die Augen aufmachen, wenn nicht landen, suchen, wo ist er. Und dann eben die Jagd fortsetzen. Eigentlich einfaches Prinzip, wenn man eben dieses Nachforschzentrum, will ich es mal nennen, diesen Dienst für die 3 Credits zu suchen, zu nutzen weiß. Wie viel Sprit habe ich noch im Dings? 26. Da läuft man Gefahr, wenn man 26 Sprit nur im Inventar hat, im Tank hat, dass man den Linienflieger quasi verfolgt, er springt weiter wie 26. Das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Wo ist er denn? Mensch, muss ich nochmal nach ihm suchen? Ey, der springt die ganze Zeit von mir weg, jetzt ist er ein Diadem. Was habt ihr für Stimulantien? Blutversorgung wird erhöht und das bedeutet weniger Krankheit. Langweilig. Das zweite, na? Das ist das... Bin ich dumm? Das sind genau die gleichen Sachen, wie mir gerade eben schon angeboten wurden.
Nur quasi auf einer anderen Station. Das heißt hier, das hilft uns nicht. Diadem ist das Ziel. Das hat uns die Nachforschung angezeigt. Geh weg, Payday-Nachricht. Nein, nein! Das war kein Doppelklick. Diadem. Diadem? Hier oben. Oh, das ist dünnes Eis. Sich von mir in ein Piratensystem hetzen lassen. Aber passt doch. 98. Was gibt's hier? Ah, sie haben ein System befreit. Pollux. Ne, das Wort zwar ein Transporter. In der gleichen Form wie den wir verfolgen. Allerdings nicht der, den wir brauchen. Wo zum Geier ist der? Ich finde ihn nicht. Beziehungsweise ich komme ihm nicht hinterher. Schon wieder. Er ist nicht mehr hier. Ich hätte wahrscheinlich höhere Chancen, ihm zu verfolgen, wenn ich jetzt durch das schwarze Loch springe. Tun wir aber nicht. Suchen wir nochmal danach. Wo zum Geier bist du, Baka? Ich war noch nicht in einem System mit dem. Und so übertrieben viel Zeit haben wir da natürlich nicht. So, ich hätte gesagt Afterburner. Sonst ist das doch bald vergebene Liebesmühe und dann läuft uns die Zeit weg, sodass uns die Mission einfach zerrinnt, ohne dass wir eine Chance hatten. Das Problem ist immer, wenn man dann eine Mission quasi scheitern lässt, so wie das dann der Fall wäre, dann sinkt auch die Stimmung auf dem Planeten, welcher uns diesen Auftrag gegeben hat. Nein, ich will den scannen. Ah, der hat also quasi normale Waffen und... Ja, den würden wir nicht einfach so wegstecken, wenn man mal bedenkt, dass der auch 1500 Leben hat. Das ist jetzt natürlich ein Problem, weil genau hier in dem System soll jetzt unser Ziel sein. Augen aufhalten. Bist du es? Nö. Der könnte natürlich auch jetzt gerade auf einem Planeten gelandet sein. Das ist auch nicht. Falsche Form. Falsche Schiffsform. Mensch, wo ist der? Ne, das war auch nicht. Onuria? Antares! Wie gut, dass ich quasi ihm in das System folge, wo er hinspringt, um dann zu suchen, in welchem System er dann ist. Antares. Wo müssen wir hin? Antares. Hier. Ich mache eben mal nochmal den Nachbrenner an. Ich bin ganz froh, dass wir hier nicht in dem System kämpfen. Aus dem einfachen Grund, weil hier so ein dummes Flaggschiff unterwegs ist. Und ich bin der festen Überzeugung, das hätte danach die Ambition, uns zu boxen. Und das könnte böse ausgehen. Deswegen... Es ist nicht schade, dass wir eventuell dann in Antares kämpfen. Komm schon. Kann schon nicht die ganze Zeit von mir wegfliegen. Das ist der gerade eben gesprungen ist. Da ist ein Piratensystem. Zwei andere. Ein Meteorit. Jemand, der kommt. Ja, aber wenn, dann geht der. Mann, Mann, Mann. Landen wir auf der Wissenschaftsstation und schauen uns an, wo er jetzt ist. Das gibt's doch nicht. Ich komme dem nicht hinterher, weil er die ganze Zeit so schnell wegspringt. 57 Tage, so langsam läuft uns wirklich die Zeit weg. Und das macht mir überhaupt keinen Spaß. Eventuell muss ich mich gleich mit einem Kinderriegel beruhigen. So. Na, ist an sich eine ganz... Also von der Technikstufe her eine perverse Waffe. Allerdings, den Guide, den ich gelesen habe, der empfiehlt diese Waffe nicht, sondern eher... Nun ja, Fragmentwaffen am Anfang und dann... Bessere Energiewaffen am Schluss. Und das ist eher so ein, naja, ein Mittelding. Menka, da war ich schon. Menka, da war ich doch schon. Ah, hier oben. Ne, da war ich noch nicht. Wir kommen aus Markup. Das war das. Mensch, Mensch, Mensch. Das gibt's nicht. So, Menka heißt das Ziel. Wenn der in der Zeit jetzt wieder hierher kommt... Oder woanders hinspringt, dann... Na egal, ich nehme einfach schon mal einen Kinderriegel einfach aus Präventionsgründen. So. Gut, er ist schon auf gutem Wege, halber Wege nach Menka und wir springen. Und ich esse einen Kinderriegel. Haha. So. Grenzen absuchen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's einfach aus Verrecken nicht. Oh, 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 oh.
Oh, da sollte ich nicht landen. Oh, da sollte ich auch auf jeden Fall nicht landen. Oh Mann. Ich kann es vergessen. Ich werde diese Mission nicht abschließen können. Ah, ich dachte, sie schießen gar nicht auf mich. Falsch gedacht. Sie schießen auf mich. Und haben mir auch brutalen Schaden gemacht. Und machen es auch weiterhin. Nur, mein Ziel finde ich aus Verrecken nicht. Nur meist ist das größte Problem, das Ziel zu töten, nicht das Ziel zu finden. Ich wäre so ausgerastet, wenn er das jetzt gewesen wäre. Nein, nein. Fliegen wir nach Battle Guides. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Die Piraten sind so schlecht, dass wir den Raid nicht schaffen. Die Ziele in, als Linienflugzeug sind so schnell, dass wir ja nicht hinterherkommen. Wir können es jetzt auch so langsam knicken. 30 Tage, das schaffe ich nie im Leben. Wer ist den Saffron? Was soll's? Probieren kann man's. Wenn man's nicht probiert, kann's nur schief gehen. Ja, Motivationssprüche ist klar. Das kann ich mir ab und an mal rausnehmen, denke ich. Eben mal kurzes Angebot. Checken ist nur Müll, deswegen fliege ich lieber weiter. Ich muss echt sagen, das ist gerade mega deprimierend. Dieser dumme Linienpilot denkt sich nichts Böses dabei, springt von System zu System, weil es keine Ahnung die KI will. Und ich komme ihm aufs Verrecken nicht hinterher. Der weiß ja noch nicht mal, dass ich ihm ans Leder will. So. Nee. Das war, glaube ich, ein Menschenschiff. Hier ist viel los, allerdings nichts, was uns irgendwie weiterbringt. Ich hätte gesagt, wir kämpfen hier mal eben ein bisschen. Machen den einen oder anderen. Okay. Rückzug. Ich denke, die beste Taktik wäre einfach umzudrehen. Und zu sagen, nö, ich war gar nicht hier. Ich dachte nicht, dass hier so brutal viel los ist. Und dann hat mich das, was ich hier umgesehen habe, zwar ignoriert. Irritiert. Allerdings, ich habe nicht gerafft, dass es wirklich ein dummes Battleship ist. Gut, damit ist die Mission die Wuppa-Runde, 11 Tage noch. Warum eigentlich nicht mehr drüber zu reden? Das ist gegessen. Das möge denen natürlich nicht gefallen und eigentlich hätte ich auch gern die N30 Riesen in meiner Tasche rieseln gehört. Aber steck's mal nicht drin. Ich kam ihm aufs Verrecken nicht hinterher. Ich brauche eine neue Mission. Was wollt ihr? Piraten von Clans, bla bla bla. Alles klar, ich muss 39 Tage, das ist, also die Leute davon abhalten, Zivilisten zu töten. Klingt machbar. Vor allem ist das, was der mir bezahlt, eigentlich viel. Ich habe schon das Gefühl, dass diese 27.000 viel sind für 39 Tage. Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass die Piraten es quasi drauf anlegen. Deswegen hätte ich gesagt, wir stellen uns jetzt hier in die Nähe der Sonne, sodass wir immer schön in alle Richtungen sehen und dann quasi auch mitbekommen, wenn ein Zivilist in das System steigt. Das Problem ist, in dem Moment, wo ich mich nicht bewege, kann ich nur Tag für Tag skippen. Aber die erste Woche ist schon mal gut gelaufen. Ja, die Mission ist gefällt, ich weiß. Ich kann es nicht mehr ändern. Ich kam ihm aufs Verrecken nicht hinterher. Wobei ich mir jetzt auch nicht vorstellen kann, dass das Zivilistenschiff quasi, das jetzt kommen könnte, einfach so gekillt würde. Weil normalerweise greifen die durchfliegende Leute nicht an. Ich will gerade mal ausprobieren. Daher, dass wir ja einen Punkt quasi in Verhandlungsskills haben. Ob wir vielleicht... Nö, können wir nicht. Die quasi rekrutieren können. Das, was bei den Rangern einfach so klappt, wenn man einen höheren Rang hat und ein bisschen Kohle auf der Seite, das funktioniert unter den Piraten dann leider nicht. Das ist schade, weil ich das gut vertragen könnte. So ein 5-Mann... Boah, das sah irgendwie so aus, als wäre ich kaputt gegangen. So ein 5-Mann-Squad wäre eigentlich schon mega geil.
Zeit lässt sich so richtig schlepp skippen. Deswegen hätte ich gesagt, landen wir wieder auf Astron. Die Hälfte der Zeit ist jetzt eh rum. 19 Tage sind es noch und es passiert nichts. Es kommt gar kein Zivilist. Deswegen ist das doch richtig einfach verdientes Geld. Ich hätte gesagt, wir skippen jetzt einfach ein paar Tage. 3, 2, 1. Boop. Und... Schnapp, wir haben unser Geld bekommen. Arms haben sie uns geschenkt. Was ist Arms? Okay. Ja. Zwei Waffen dort, wo der Schildgenerator hingeht. Ich danke nein. Das ist überhaupt nichts für mich. Okay, was wollen wir machen? Linux Aldibar. Es gibt Geld, wenn ich was mache? Langweilig, 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 langweilig. Alles klar. Ich soll in 100 Tagen nach Aldibar. Aldibar. Wo ist das? Wo zum Geier? Hier ist das. 100 Tage. Ich brauche doch keine 100 Tage für zwei Sprünge. Ja, 50 Tage ist machbar. So, wir fliegen los. Wie viel Geld bekommen wir dafür? Naja, 28. Dann sind wir mal zumindest wieder über 100. So zur Abwechslung. Haben wir schon richtig lange nicht mehr geschafft. Allerdings werde ich zur Sicherheit trotzdem den Afterburner reinmachen. Die Kosten sind auf jeden Fall dadurch gedeckt, dass ich dann 28 Riesen bekomme. Der Ranger will gerade 10.000 Credits von mir. Deswegen denke ich, lasst ihr mich ruhig bedrohen. Das ist eh richtig dünnes Eis, mich zu bedrohen in dem Piratensystem. Kann man machen. Soll er. Mir ist das egal, es passiert ja nichts. Ich kam eh so schnell weg, dass der keine Chance hatte. Ich muss noch nach Aldibar. Und habe noch 41 Tage Zeit. Wie viele Tage brauche ich bis runter? 8. Ach, pff, dann ist es noch nicht wert, den Afterburner zu zünden. Es kostet nur Geld. Ah ja, greift mich ruhig an. Wie viel Schaden macht ihr dann so? Viel zu viel. Du bist ja mal so, ich flieg an dir vorbei, Beute. Lappen. Schnapp. Nächste Runde war's das für dich. Und ich habe Punkte gesammelt. Danke dir. 119 noch. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass es besser vorangeht. In den letzten 20 Minuten gab's wieder nicht wirklich Punkte. Ich hasse es, dass dieser Raid einfach so absolut chancenlos gefailt ist. Das fuckt mich ein bisschen ab. So, wir landen auf Linux, weil das ist die Mission. Und dann ist die Sache auch schon gegessen. Hier gibt es Nachrichten über Nachrichten über Nachrichten. Junge, Junge, die Koalition hat einfach noch zwei Systeme befreit. Die brennen, oder? Danke, ich bekomme 690 EP. Und eigentlich habe ich keinen Bock mehr, Missionen für euch zu machen. Ich würde lieber kämpfen. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Deswegen. Ne, skillen tut's momentan nicht so der Sinn. So, nein. Ich muss mich reparieren. Und dann muss ich mir überlegen, wie es jetzt am besten weitergeht. So dass wir noch ein bisschen was davon haben. Selbst wenn ich es jetzt nämlich noch auf Rang 3 schaffe. Piratentechnisch. Dann kommt es trotzdem nicht mehr dazu, dass ich die Mission für die Piraten machen kann. Hier, Capella, da gibt es eine Piratenbasis. Und deswegen vielleicht die Möglichkeit, das System zu übernehmen. Weil eventuell ein paar Verstärkungstruppen auf der Station sind. Könnte sein. Sicher sind wir uns natürlich nicht. Na, schau mal. Boah, das wäre ach mies, wenn das der Transporter gewesen wäre, den wir es die ganze Zeit abgesehen haben. Also mit der vorangegangenen Mission. Hier. Stopp. Linienflugzeug. Ja, du möchtest kämpfen, das ist gut. Ich will mich auch mit dir boxen. Und wir sind vergleichbar schnell, das ist gut. Das heißt, keiner kommt wirklich weg und ich mach mehr Schaden wie du. Ah, wie nett. Der hat mich angegriffen und wird dann innerhalb von 4 Runden zerstört. Das ist viel Geld. Das ist viel Geld. Ah, jetzt ist der in der nächsten Runde weg. Ja, ich und meine Geldsucht, so ist das.
Gut, dann lassen wir den eben wegkommen. Dafür haben wir 3.500 bekommen. Wow. Hier liegt auch verhältnismäßig wertvoller Loot. 250 Leben hat der Diplomat nur. Eine Runde Afterburner an. Dann sind wir direkt an ihm dran, vermutlich. Schnapp. Und dann hätte ich gesagt, fliegen wir einfach hinterher. Und sahen uns ein paar Pünktchen ab. Hehe. 42, 47, 20. Boah, ich mach schon Schaden. Also, ich denke nicht. Das war's, mein Freund. Schnapp. Oh, schade, dein Portal war schon offen, aber du kamst nicht mehr durch. Hihi. Okay, jetzt müssten wir eigentlich mal eben feststellen, wie funktioniert das, als Piratensystem zu übernehmen. Weil das ist das, was ich gerne tun würde. Der fliegt von selbst wieder raus. Dann lieber wieder den Diplomaten. Die haben auch so wenig Leben. Das macht dann einfach viel mehr Spaß, sie zu mobben. Wow, 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 wow. Das ist nett. Der hat mir schon Geld angeboten, bevor wir überhaupt gekämpft haben. Aber er bietet mir noch mehr Geld. Oh, da ist noch ein Pirat. Zwei Piraten sind hier schon. Ist das jetzt ist das Piraten übernommen jetzt? Ist es Piraten übernommen? Ich komme nicht klar. Das ging richtig easy. Ja, komm, ich nehme die 3.000. Voll geil. Ich habe das jetzt einfach mal so nebenher übernommen. Ich habe ein paar Leute geplündert und dann spawnen hier Leute. Also Piratenleute. Ah ja, und schön. Zwei Sis. Boah, und IP. Boah, ich bin überrascht, wie viel mir das bringt. Die haben mir zwei Programme gegen Dominatoren gegeben und Erfahrung. Und zwar, naja, das ist Erfahrung, die bei mir auf jeden Fall gut aufgehoben ist. Deswegen hätte ich gesagt, machen wir uns das jetzt zum Ziel. Das hat bestimmt auch Punkte gegeben. Wundern würde es mich auf jeden Fall nicht, wenn das Punkte gegeben hätte. Ja, könnte sein. 93. Ich hätte gesagt, wir machen uns das jetzt zur Aufgabe, noch ein paar Systeme einfach zu übernehmen. Im Idealfall natürlich Systeme, die uns eh schon erschleiden können. Ich denke, je mehr Stationen im System sind, desto schwieriger ist es zu übernehmen, weil dort einfach auch viele Leute gebunkert sein könnten. Und Ranger-Zentren und ich glaube Militärzentren müssen zerstört werden, um das System zu übernehmen. Ganz im Gegensatz zu der Medizinstation, die hier jetzt ist, die darf bleiben, das ist gut. Weil auch die können wir natürlich gut nutzen. Hier hinten ist nichts an ordentlichem Loot, aber drüber schauen kann man mal. Deswegen hätte ich gesagt, schauen wir mal eben, was für Schiffe hier so unterwegs sind. Keine Militärschiffe, das ist ja auch schon mal was. Oh, ich korrigiere. Wo fliegen die hin? Oh, ein Dominator. Oh, Domi... Uiuiui. Damit könnte man jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Auf der einen Seite könnte man jetzt ein, zwei Militärschiffe sich snacken. Und noch ein paar Dominatoren. Und dann, wenn wir die Dominatoren quasi abgewehrt haben, dann ist es auch noch ein Piratensystem. Also, das sind viele Pluspunkte auf meiner Liste, muss ich sagen. Nein, nicht landen. Was bist du für ein Lappen? Naja, dann kämpfen wir uns eben mit hier dem. Müssen wir uns wirklich bewegen? Das macht keinen Spaß, wenn man sich bewegen muss. Boah, aber der fängt Schaden ohne Ende. 250 habe ich dem gemacht in einer Runde. Das muss man sich mal geben. Beziehungsweise nicht nur ich, also der Frachter hat bestimmt auch 2-3 Schaden gemacht. So. Oh ja, und mal wieder Loot. So. Gut, dann machen wir es eben so, dass wir uns ein ganz kleines bisschen mit den Leuten hier boxen. Ich werde jetzt natürlich auch keins der Systeme benutzen. Weil, ich meine mit Systemen die Programme. Das liegt einfach daran, ich will die nicht benutzen, sondern darf für die Situation aufheben, dass ich ein System übernehmen will, wo ich es dann mal gut gebrauchen könnte. Keine Ahnung, die Dominatoren dazu zu bringen, ihre Waffen abzulegen, sich nicht mehr zu bewegen oder so. Und in hier dieser Situation bin ich der festen Überzeugung, dass wir so oder so verteidigen können. Und ja, dann macht es, finde ich, mehr Sinn, die Programme aufzuheben. Und das reicht nicht. Keiner ist in Reichweite, auf den ich schießen kann. Weder der Kämpfer noch der Pirat. Nicht der Pirat, sondern der Dominator. So, jetzt aber. Komm, ich mach dir Schaden. Bau, 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 bau. Hm, passt doch. So. Der ist getötet. Wir bekommen Pünktchen after Pünktchen.
Deswegen geht's jetzt mal gegen eine Militäreinheit. Die bringen, glaube ich, ein bisschen mehr Punkte. Wir haben jetzt, wow, 83. Es könnte doch noch klappen, dass wir zumindest auf Rang 3 aufsteigen. Da war ich zwischenzeitlich ein bisschen skeptisch, muss ich zugeben. Wie schön, der hat noch 110 Schaden gefangen, einfach nur, weil der Meteoren getroffen hat. Opfer, Opfer, Opfer. Hey, 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 nicht landen! Ach, dieser Lappen. Der war quasi down. Ja, weder den einen noch den anderen kann ich zerstören. Dann lieber ihn hier. Beziehungsweise ist einer von euch Lowlife. Warum macht ihr euch gar keinen Schaden? Ne, den Kill bekomme ich nicht mehr. War das alles an Dominatoren? Dann war das schade. Gibt es irgendwelchen guten Loot? Warum habe ich gar nicht geschossen? Oh. Das ist das Problem an diesen Waffen, die so spät in der Runde schießen. Ich brauche Waffen, die direkt schießen. Was habe ich davon, wenn ich eine Waffe habe, die 1320, ja, ist klar. Andere Probleme hat der auch nicht. So, der ist jetzt direkt gegen mich gerichtet, das ist auch okay. Und die anderen beiden fliegen einfach weg. Deswegen hätte ich gesagt, wir boxen uns einfach auf der Stelle. Ich dachte gerade schon wieder, ich wäre kaputt. Aber irgendwie waren das nur irgendwelche Raketen, die auf mich eingeprasselt sind. Hier, der macht nicht so viel Schaden, als dass ich die Vermutung hege, dass der mir wegkäme. Der wird jetzt gleich auf die Idee kommen. Oh, 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 ich bin Lowlife. Ich sollte zu einem. Ah, fuck, fuck, fuck. Warum muss der jetzt wieder zurückkommen? Kann mir das einer erklären? Jetzt, wo ich nur noch 300 Leben habe. Ah, und der zündet Afterbrenner. Yes! Das war's. 1100, 11.000. Ah, welche nur? So. Zwei Leute gegen mich. 269 Leben habe ich noch auf der Uhr. Wir schauen uns das an. Das ist gut, wir haben drei Leute gegen mich. Den darf man nicht vergessen. Oh, der springt direkt weg. Das ist aber läppsch von dir, du Opfer. Boah. Das sieht immer so heftig aus. Wie viel Leben hast du? Springst du jetzt mal bitte weg? Nur um sicher zu gehen. Ich brauche eine fünfte Waffe. 195 Leben. Ja, es werden immer mehr. Okay, die haben mir gerade 40 Schaden gemacht und ich werde jetzt keinen mehr töten. Regulus. Ne, das ist auch recht weit. Dann lieber Osium. So. Dafür mache ich zur Sicherheit auch lieber einen Afterbrenner an. Afterburner. Pow! Nachbrenner. Nur um sicher zu gehen, dass ich nicht mit dem Leben bezahlen muss. Gut. Trotzdem denke ich, war das doch schon richtig nice. 67 Punkte noch bis zum Rangaufstieg. Das schaffen wir noch. 15 Minuten haben wir noch. Wobei ich zugeben muss, diesmal bin ich nicht so genau wie die letzten Male, wo ich wirklich genau auf einer Stunde war. Ich habe vergessen, die Zeit zu stoppen. Allerdings habe ich ungefähr einen Plan, wann wir in die Runde eingestiegen sind. Deswegen, ich peile noch so mit 16 Minuten. Und dann wird das schon irgendwie klappen. Mir wurde geschrieben, das ist klärbar, wenn die Folge vorbei ist. Gibt's hier gute Waffen? Nö, das Ramsch. Hallo? Nö. Ich möchte eigentlich Systeme übernehmen. Bräuchte aber dafür ein System, das intakt ist. Nicht ein System, sondern ein Flieger, ein Raumschiff, das noch Raumschiffen kann. Gut. Avior ist noch umkämpft. In der Hoffnung, vielleicht doch noch was reißen zu können. Hätte ich gesagt, wir sollten da nochmal hin. Und dann sollten wir uns vielleicht mal irgendwann noch angucken gehen, was die uns hier für Mikromodule schenken wollen. Riesige Diplomaten. Ich will mich nicht mit denen anlegen. Die fliegen bestimmt hier hin. 581. Ach. Automatischer Kampf, man gönnt sich ja sonst nichts. Wie viel Schaden machen die so? 14. Das ist okay. Wow. Nö. Komm, den packst du noch. Pow, pow! Ich hab dem 700 Schaden gemacht. So, jetzt bist du dran mit 650 Schaden fangen von mir. Ja, dann spawnt doch eben mal ein neuer
Militero. Ja, das macht nichts. Komm schon, 525, 402. Jetzt machen die bestimmt perversen Schaden. Das kann ich nicht wegstecken, was die machen. Ich hätte gesagt, wir fliegen ganz klein bisschen raus. In der Hoffnung, dass der jetzt gleich wegdreht oder sogar stirbt. Wie schnell ist der? Ja, hat Afterburner an. Ich möchte nicht riskieren, dass der mir wegkommt. In der Hoffnung gleichzeitig... Wie viele Runden braucht er? Zwei. Okay. In der Zeit könnte ich es noch schaffen, 170 Schaden zu machen. Yes. Das ist super. Tschüss. Bin ich Rang auf? Langsam, langsam. Oh, ich habe eine Black Mark bekommen. Langweilig. Und ein Black Heart. Oh. Schwarzes Herz. Mir doch egal. Das interessiert ihr mich. Vor allem nur, wenn man auch die schlechten Medaillen sammelt, kann man wirklich alle Medaillen bekommen. Deswegen geht man in den Sack. So. Du Militärschiff, du dort. 235 gegen 275. Das war knapp. 250, haha, der macht gar nicht genug Schaden, als dass ich nicht reparieren würde. Lappen. Habe ich das System übernommen? Ich habe das System übernommen. Wir fliegen auf den Planeten mit der innersten Laufbahn und können hoffentlich dort ein bisschen Belohnung abholen. Und ich boxe eben noch das Linienflugzeug, weil das will ja unbedingt geboxt werden, so wie das hier aussieht. Wie viele Punkte haben wir? Boah, 11! Komm, 11! Du bist ein Idiot! Ein Idiot! Als ob du dort landest jetzt. Das kostet dein Leben. Du willst auch noch gegen mich kämpfen. Ja, okay. Vergesst mal bitte nicht, dass ich in jeder Runde richtig viel Schaden heile. Die Droiden machen einen super Job. Ja, dann lande eben. Das wird nämlich jetzt auch nichts mehr. Allerdings brauche ich, glaube ich, noch eine Tötung mehr. Eine Tötung brauche ich noch, damit ich... Ja, 3 Punkte noch. Dann sind wir Rang auf. Brauchen wir nicht. Das war ein Teil, das uns unsere Sprungreichweite auf 40 erhöht hätte und irgendwie die Zeit abgekürzt hätte, die wir brauchen zum Springen. Das wiederum verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Und deswegen hätte ich gesagt, Schwamm drüber verkaufen, kann man nichts damit anfangen. Das ist nichts, was ich wirklich brauchen kann. Oh, warum landet ihr alle hier? Ach, ich warte hier. Ihr werdet gleich schon wieder kommen, wenn ihr repariert seid. Fliegen wir gerade mal dem Planeten auf seiner Umlaufbahn hinterher. Planeto, Planeto, Planeto. So, 533, ja dann. Gönnen wir uns mal einen automatischen Kampf. Der will mir direkt Geld geben. Nö, danke. Du bist eh zu langsam, um mir wegzufliegen. Selbst wenn du einen Nachbrenner anmachst, kann ich auch. Ich brauche dein Geld nicht, ich brauche 3 Punkte von dir. Komm. Das. Nein. Ich brauche die Punkte. Aus Verrecken, ich brauche die Punkte. So, ich bin Rang hoch. Pow, pow. So, wir brauchen eine Piratenstation. Capella hat eine, also fliegen wir dorthin. Um dann die Mission zu starten. So, beziehungsweise die Mission. Ja, die Mission werde ich auf jeden Fall starten. Ich möchte mir vor allem anschauen, was es für eine Mission ist. Und dann kann man entscheiden, wie man weiter vorgeht. Deswegen Piratenstation. Mensch, Mensch, Mensch. Die Leute verstehen das einfach nicht, wenn man ihnen sagt, dass man gerade aufnimmt. Das ist denen egal. Vor allem wissen die es, dass ich genau jetzt aufnehme. So, was wollt ihr? Okay. Rangerzentrum Ixianti in Bellatrix. Ich soll das kaputt machen.
Wow. Übel. Übel. Junge, Junge, damit hätte ich nicht gerechnet. Allerdings, warum sollten die auch Skrupel haben? Muss man mal ganz ehrlich nachfragen. Reparieren wir meinen Droiden. Mini-Droiden. Der ist eine gute Hilfe. So, wir sind eh schon quasi gebrandmarkt als schwarzes Schaf, jetzt vor allem, weil ich so viele. Langsam, 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 langsam. Das ist richtig gut. Das ist doch so richtig gut. Welches System? Bellatrix, haben sie gesagt. Ja, Bellatrix. Da müssen wir jetzt eben hinfliegen. Die andere Nachricht ist legendär. Sie haben mir geschrieben, ich hätte einen einzigartigen Toaster unter 20.000 Bewerbern quasi gewonnen, glaube ich. Und ich solle doch auf einen gewissen Planeten kommen, um dort meine Belohnung abzuholen. Und ich gehe davon aus, der Planet, der gemeint ist, auf den ich fliegen soll, ist mir ein wenig feindlich gesinnt. Och, nö, oder? Ich brauche Sprit. Okay. Hier hilft mir das nicht. Zurück in ein piratenbesetztes System. Antares Riolki ist das Ziel für diese Toaster-Lotterie. Antares. Antares. Das ist 100 Pro ein nicht besetztes System. Okay, ich bin mal wie immer blind. Antares. Ich bin einfach blind. Langsam. Hier. Nein. 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 Nö. 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 Ich habe gerade alle abgeklappert und weiß nicht, welches es sein soll. Egal, es ist trotzdem witzig. So, was. Es ist. Im Antares-System. Aber ich finde es einfach auf der Karte nicht. Ich sage immer von mir, ich kann gut Karten lesen. Nix ist. Naja. So. Jetzt muss ich eben noch eine andere Kleinigkeit kontrollieren. Und zwar hat er eben davon geschrieben, er hätte mir einen Beacon mitgegeben. Oh oh. Drei Quarkbomben und ein Beacon. Ein Beacon ist, naja, ein Sendesignal. So würde ich das mal übersetzen. Es gibt bestimmt noch ein besseres Wort dafür. Allerdings ist das eben ein Sendesignal, das, wenn ich es platziere, Dominatoren ruft. Und so soll ich in Bellatrix das Ranger-Zentrum zerstören. Ich könnte es natürlich auch drauf anlegen und zerstören lassen. Wie seid ihr mir so gesünd? Ja, Hostil. Ich kann es da nicht beschwören. Oh, der ist direkt ausgesendet worden. Ich hatte nicht die Wahl, ob ich ihn aufhebe oder. Boah. Da kommen jetzt gleich irgendwo Dominatoren her. Junge, Junge, Junge. Ich ahne Böses. Nee? Vor allem sind hier Flaggschiffe. Ich kann es nicht. Das war doch schon gut. Bitte. Nein, ich will nicht euer Ziel sein. Bitte kämpft mit dem Flaggschiff. Oder macht das Flaggschiff so weit down, dass ich quasi nur noch Last hitten muss. Gegen wen seid ihr gerichtet? Naja, okay. Dann will ich doch mal eben helfen, das Ranger-Zentrum kaputt zu machen. Ich will ja nicht so sein. So, ich denke, das Flaggschiff wird aber die Invasion abwehren. Also so richtig easy. Wenn man bedenkt, wie viele Militärschiffe allgemein hier unterwegs sind. Ich habe aber keine Wahl. Im Idealfall zerstöre ich jetzt direkt das Ranger-Zentrum. Dann laufe ich am allerwenigsten Gefahr, dass die Mission noch schwieriger wird. Das Problem ist, sie haben rechts quasi schon den Großteil der Invasion erledigt. Und das Ranger-Zentrum ist erst, naja, auf halbem Leben. Die schießen schon mit gemeinsamer Kraft auf mich. 28 Schaden bis jetzt gemacht und die erste Militäreinheit ist auch bei mir. Ne, ich bin wieder Full Life. 455, komm. 223. In der nächsten Runde sollte die Nummer gegessen sein.
Gut. Wir haben es noch geschafft auf Rang 3. Richtig knapp vor Schluss. So, wir werfen mal so eine Quarkbombe raus. Und ja, springen nach Atlas. Das einzige System in der Reichweite, welches uns nicht komplett böse gesinnt ist. Ich bin kaputt! Als ob! Als ob ich jetzt kaputt wäre! Brennt ihr? Oh Mann! Okay. Wir müssen das noch ein klein bisschen schlauer angehen. Ich mache in Atlas einen Zwischenhalt. Ich überziehe jetzt eine Kleinigkeit. Laut Uhr habe ich nur noch 4 Minuten. Und wir überziehen trotzdem. Ich will auf jeden Fall jetzt noch Rang 3 haben. So wie ich ihn quasi eh gerade hatte. Und ich denke, es ist ein greifbarer Reichweite. Die Hoffnung ist, eben hier einen Zwischenhalt zu machen. Gibt's hier. Bist du unbesetzt? Jo, ich brauche aber einen besetzten Planeten. Die Frage ist immer, kann ich beeinflussen, aus welcher Richtung die Dominatoren kommen, wenn ich diesen Beacon einsetze? Vermutlich nicht. Und na gut, das Problem ist, sie sind mir jetzt schon böse gesinnt. Das Problem war gerade eben, denke ich, auch einfach die Tatsache, dass ich durch die komplette Masse gemusst hätte an Militärschiffen, um überhaupt rauszukommen. So, und deswegen machen wir jetzt keine Umschweife. Gerade eben habe ich ein, zwei Runden verschenkt, indem ich ein wenig, naja, gelümmelt habe. Ein paar Runden einfach rumgeflogen bin, vor den Dominatoren selbst ausgewichen. Wir müssen jetzt direkt an das Ranger-Zentrum. Der Beacon aktiviert sich ja automatisch. Und ich denke, die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit habe ich, wenn ich mich direkt, Entschuldigung, dem Ranger-Zentrum zuwende. So. Jetzt sollten so langsam die Dominatoren eintreffen. Da sind sie. Ich weiß jetzt nicht, ob die stärker vertreten sind wie vorher. Anders, okay. Oh, ich hoffe mal, da kommt noch mehr wie die fünf hier. Junge, Junge. Das wäre ja eine richtig läppische Show, wenn es nur die fünf wären. Nun gut. Auf jeden Fall. Okay, das ist komisch. Was wollen die? Ach so. Ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass das System, in dem dieses Ranger-Zentrum eben ist, von Dominatoren angegriffen wird. Ist ja auch der Fall. Und ich solle doch jetzt bitte zur Rettung kommen. Ja, mache ich. Schaut, dass ihr es ganz warm habt in einer riesigen Explosion gleich. So, 1400 Leben. Es ist noch keiner in der Reichweite und der Dominator hilft mir. 1100 Leben. Jetzt schießt der dumme Dominator auf mich. Ich gehe ein ganz kleines bisschen raus aus der Reichweite. Ich dachte gerade, mein Leben wäre schon rot. Mensch, dass dieser dumme Dominator jetzt auf die Idee käme, mich anzugreifen. Oh, wie gut. Das Flaggschiff geht nicht auf mich. Das Flaggschiff geht auf den Dominator. Ich bin dankbar. Ich gehe aus der Reichweite, so dass die gegeneinander kämpfen können und nicht gegen mich kämpfen. Komm, du Dominator, der greift dich an. Greif ihn zurück an. 141. Ich habe noch 500 Leben, das ist gut. So. Ich habe das geschafft. Ich habe noch 400 Leben. Und ich muss jetzt unbedingt hier raus. Atlas. Wie viele Runden? Wie viele Runden? 6, das ist zu viel. Deneb. 5. Immerhin eine Runde gespart. Ich gehe jetzt nicht das Risiko ein, irgendwie hier noch geboxt zu werden. Komm, raus hier. Oh, das ist gut. Und ich fliege jetzt schön in eine freie Reihe. Boah, und die müssen sich jetzt richtig anstrengen, dass die Dominatoren hier noch geboxt bekommen. Junge, Junge, Junge. Harter Tobak. Aber da unten gibt es eine Piratenstation und wir verdienen uns gerade unseren dritten Piratenrang. Pow!
Und ich habe nur eine Minute überzogen bis jetzt. Laut meiner Zeitrechnung, ja, genau. Es gibt nicht nur eine Zeitrechnung nach allen anderen, es gibt auch eine Zeitrechnung nach Max. Und nach dieser bin ich quasi eine Minute drüber. Das ist aber okay. Junge, Junge, Junge. Die haben mir eine neue Engine gegeben, das ist nett. So. Das erste verstärkt Motor und Radar. Das zweite Energiewaffen und das letzte macht es einfach mehr. Nein. Die geben mir diesmal einen ganzen Satz, okay? Das erste, das ist da nur mit Marlock, das ist schlecht. Das ist schlecht. Das zweite ist nix. Aber macht da 35 mehr Schaden. Habe ich eine Waffe von Marlock oder Peleng? Nö, gut, dann wird es das erste, das erste Set. So. Wow. Ein unverbessertes, was soll ich sagen, ein. Naja, wenn ich jetzt in eine Forschungsstation gehe, kann ich es ja noch ein Tor upgraden oder hier sogar direkt. Ach, warum habe ich das repariert? Gut. Und jetzt kann man das noch verbessern. Pow. 820 und es ist immer noch nicht verbessert. So, das vergrößert um 10%, aber verringert Reparaturkosten. Okay, womit kann ich leben, wenn etwas, wenn es 10 Punkte größer ist? Hier der. Schnapp. Und das letzte macht Energiewaffen stärker. Ich habe keine Energiewaffen. Die Quarkbomben, behalten wir mal, die wiegen nix. Das ist gut. Jetzt hätte ich gerne. Ah, Cutthroat ist der nächste Rang. Und. Ja, okay, wieder 250 Punkte. Ich wollte gerade noch irgendeine Kleinigkeit machen. Ach ja. Ich wollte eventuell mein Equipment verbessern. Das geht aber nur auf dem Dominion. Da war ich jetzt auf dem falschen Trip. Trotzdem. Ich bin überrascht, dass es noch geklappt hat, aber gleichzeitig natürlich auch erfreut, dass es geklappt hat. Ist ein Dominion in der Springreichweite? Piraten? Nö, leider nicht. Ah doch, hier, wieder Priones. So. Ich glaube, mit unserem neuen Rang haben wir noch keine, naja, neue Fähigkeit, will ich es Fähigkeit nennen, erlangt. Quasi können wir den Dominion noch nicht delokalisieren oder quasi sagen, greift das an oder greift das an oder greift das an. Allerdings wüsste ich jetzt gerne, was die so für Kosten haben, wenn ich meine Sachen bei denen upgraden will. Denn ich glaube fast, dass die preiswerter sind wie das Wissenschaftszentrum. Das würde halt die Piraten ansprechender machen, weil der Dominion alles andere ersetzt. So. Ja, ich würde gerne. Ja, okay, den Motor. Oh, 24%. 24% Rabatt, das ist nett. Und wie viel kann er jetzt? 860 und 34 springen. Junge, Junge. Das ist viel. Kommt mir wirklich viel vor. Und. Na gut. Ich denke, das mit dem Springen darf man erst, wenn man höherrangig ist. Und, aber der hat nur 370 Leben. Boah, das ist eine krasse Hülle. Weil die hat alle Slots offen, inklusive aller Artefakte, inklusive, was will ich sagen, Afterburner. Allerdings nur 370 Platz. Das ist wenig. Das ist mir zu wenig. Aber ich hätte es mir eh nicht leisten können. Ich habe momentan auch jetzt schon wieder unter 100 Riesengeld. Das verändert jetzt aber nichts. Ich hätte gesagt, das war's, ihr Lieblinge. Ich speichere mal eben und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.